Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu MEF Kompakt. Sachsens Wälder werden auch im Winter den vielseitigen Ansprüchen von Mensch und Natur gerecht. So hat Forstminister Frank Kupfer am 8. Februar seinen Besuch im Forstbezirk Marienberg zusammengefasst. Gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Wittig und dem Vorsitzenden des Sportvereins ATSV Gebirge Gelobtland, Herrn Oettel, überzeugte sich der Minister von der guten Kooperation zwischen Forstverwaltung, Kommunen und den Sportverbänden. Er appellierte außerdem an alle Waldbesucher, sich in den nächsten Wochen ausschließlich auf den ausgewiesenen Wegen zu bewegen. So verlockend das Skifahren im Tiefschnee abseits der Loipe auch sein mag, die Wildtiere werden dadurch in teilweise lebensbedrohlichen Stress versetzt. Es ist vollbracht. Mit Beschluss vom 1. Februar 2010 hat die Landesdirektion Chemnitz den Ausbau der Bundesstraße B174 zwischen dem Südring in Chemnitz und der Gonauer Straße genehmigt. Der ca. 1,3 Kilometer lange und 20 Millionen teure Streckenabschnitt soll dann voraussichtlich ab 2013 für eine deutliche Verkürzung der Fahrzeit zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge sorgen. Alle vergesslichen Liebenden aufgepasst, am 14. Februar ist Valentinstag. Und damit keine der begehrten Damen zu kurz kommt, wurden knapp 1 Milliarde Rosen von Norden und Süden für den Tag der Liebe nach Deutschland gebracht, so das Statistische Bundesamt. Um dem blitzenden Elend auch diese Woche wieder aus dem Weg zu gehen, schauen Sie auf unsere Teletext-Seite 112 oder unter mef-line.de. Die Werke der Heimatdichterin Luise Pinz wurden bereits allen Liebhabern am 23. Januar zuteil. Die Ausstellung Böhmisch Reizenhain, ein Musikantendorf im Erzgebirge, die sich unter anderem Frau Pinz widmet, ist in der Baldorfvilla Marienberg noch bis 28. Februar jeweils von Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum Sächsisch-Böhmisches Erzgebirge zeigt vom 2. Februar bis 18. April eine gemeinsame deutsch-tschechische Sonderausstellung zum Bergbau im unteren Erzgebirge zwischen Most und Litvinov im Bergmagazin Marienberg. Öffnungszeiten dienstags bis sonntags und feiertags jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die 10. Kunst- und Literaturtage finden in diesem Jahr vom 21. Februar bis zum 21. März statt. Eingeleitet wird dieses Event durch Literatur im Erzgebirge, Erzgebirge liest. Auf der anderen Seite des Kammes, nämlich im Theater in Most am 21. Februar um 17 Uhr. Verschiedene Autoren beider Länder sollen einerseits einander näher kommen, andererseits dem Publikum näher gebracht werden. Unterwegs zwischen Iran und Kaukasus waren die beiden Krummhermersdorfer Andreas Bruder und Thomas Keilig sowie der Steinbacher Thomas Hofmann. Sie berichten in einem spannenden Dia-Vortrag von ihrer Reise am 19. Februar um 19 Uhr im Kultur- und Freizeitzentrum Marienberg. Günther ist down, aufgeschlagen im öden Tal der Jammerlappen, nachdem ihm seine Freundin die eheliche Gemeinschaft gekündigt hat. Seine Uraltfreundin Antonia sieht sich dieses Elend nicht länger an und schreitet zur Tat am 20. Februar um 20.30 Uhr im Theater Variabel in Olbernhau. Beständig kühl bleibt es am Wochenende bei eiskalten 9 bis minus 5 Grad. Leichter Schneefall sucht uns von Samstag bis Dienstag heim und drückt das Thermometer auch die Woche über unter den Nullpunkt. Ein leichter Temperaturanstieg gegen Donnerstag, Freitag und der Himmel ist wolkig bedeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Sendung MEF Kompakt.